Na, meine lieben Crunchies, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist ja schon ein bisschen länger her, wo ihr mich vielleicht mal so gesehen habt. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Und ihr seht mich auch aus irgendeiner richtig komischen Position, weil normalerweise seht ihr mich irgendwie von der Seite von meinem Zimmer und auch meine Haare eigentlich hier nur so von der Seite. Aber ich dachte heute, die Facecam könnte einfach mal auf die andere Seite, weil das sieht eigentlich auch nicht ganz so kacke aus. Natürlich, das hier mit dem Mikrofon, das kann ich leider nicht vermeiden, weil es ist halt mein Mikrofon. Sonst wäre der Ton richtig kacke. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel, sondern fangen eigentlich sofort an. Und ja, ich würde sagen, switchen wir mal auf meinen Desktop. So, jetzt sind wir auf meinem Desktop und ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, wir sind auf testdich.de. Und werden da einfach heute mal das Quiz hier machen. Welcher YouTuber passt zu dir? Und jetzt gehen wir mal auf Suchen. Welcher YouTuber passt zu dir? Das sieht aus wie Danny Burnage. Hier, welcher YouTuber passt zu dir? Plus eine Story. Das ist das klingt ziemlich interessant. Ich packe euch den Link außerdem unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr das selbst auch mal machen. Und ja. So, in diesem Test erfährst du, welcher YouTuber zu dir passt und erhältst am Schluss noch eine Geschichte mit ihm. Hey, ich wünsche dir viel Spaß bei meinem ersten Test und kommen wir zu Frage 1. Wie heißt du denn? Nichts von denen. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich, glaube ich, Kate heißen. Einfach, weil es ein kurzer Name ist und wir eine Marie bei uns in der Klasse haben und eine Christine. Das ist mir zu lang, der Name. Schöner Name. Gleich sind wir beim Rollenspiel. Nun aber noch eine Frage. Wie würdest du dich beschreiben? Schüchtern, hilfsbereit, nett. Nett. Reizbar, egoistisch, schnell, persönlich. Freundlich, naiv, launisch. Es kommt drauf an, was sie meint. Ist es in der Schule? Ist es zu Hause? Aber ich würde mal sagen, am ehesten, wenn wir jetzt von der Schule ausgehen, trifft sie mich so schüchtern, hilfsbereit, aber trotzdem nett zu. Weil ich behandle eigentlich alle Leute gleich. Außer sie geben mir so mega auf den Sack, dann natürlich nicht mehr. Definitiv nein. Nun geht es los. Ich nenne es eher mehr Reaktionstest. Ich weiß nicht genau, ob man es auch Rollenspiel nennen kann. Naja, egal. Dein Freund macht Schluss mit dir. Wie reagierst du? Ich gebe ihm eine Backpfeife, da er mir nicht mal einen Grund nennt. Nein. Ich meine hemmungslos und breche in mich zusammen, da ich jetzt nicht verstehe, warum er unsere Beziehung so einfach wegläuft, ohne mit mir zu reden. Ich meine, versuche herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Ja, wohl einen nicht unbedingt. Ich würde eher aggressiv werden, aber okay. Backpfeife würde ich mir aber nicht geben. Nein. So würde ich, glaube ich, auch reagieren. Du lernst jemanden Neues kennen. Gibst du ihm sofort eine Chance oder musst du noch über ihn hinwegkommen? Ich gebe ihm sofort meine Nummer und mache sofort ein Treffen aus. An einem Ort, wo ich weiß, dass mein Ex auch da ist. Um mein Ex einfach zu machen. Ich gebe ihm zwar noch keine Chance, jedoch möchte ich ihn näher kennenlernen. Ich weiß es nicht wirklich, lass mich dann aber von ihm überreden und gebe ihm zumindest meine Nummer. Ich glaube, natürlich würde ich ihm eine Chance geben, aber ich würde ihn erstmal näher kennenlernen. Nun hast du ein Date mit ihm, aber wo? Ich gehe mit dem Longboard fahren, um ihn besser kennenzulernen. Wir gehen zuerst in Starbucks und danach spazieren, um zu reden. Wir gehen an ein kleines süßes Kaffee, wo wir beide eine Tasse Kaffee über ihn und mich reden. Ich gehe mit dem Longboard fahren. Ihr steht vor deinem Haustier, euer Date verlief gut und ihr hattet beide eine Menge Spaß. Doch wie verabschiedet ihr euch? Wir stehen vor meiner Haustür und dann lächeln uns an, um mir danach einen Kuss auf die Wange zu geben. Danach verabschieden wir uns, soll das gleich heißen? Noch und ich gehe durch meine Tür. Ich gebe ihm später einen Kuss auf die Wange und verschwinde mit einem Lächeln und einem Ich melde mich in der Wohnung. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und ziehe ihn zu mir, um ihn zu küssen, worauf er sich gerne einlässt. Danach verabschiede ich mich und sage, dass ich mich melden soll. Da man eigentlich beim ersten Date sich noch nicht küsst, aber okay, würde ich sagen, das erste, weil wir stehen dann vor meiner Haustür und eigentlich muss er den ersten Schritt gehen. Also er muss mich
Da steht ja, er lächelt mich süß an, um mir danach einen Kuss auf die Wange zu geben. Danach verabschieden wir uns noch und gehe durch meine Tür. Aber ich würde ihnen sagen, dass er sich wieder melden soll, aber das ist ja eigentlich... Aber ich nicht. Nein, nein. Dann nehmen wir das erste. So, das war es dann auch gleich. Ich hoffe, euch gefällt der Test bisher. Natürlich. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass es zumindest das Ergebnis wird. Also meldest du dich zuerst oder er? Schwierige Frage. Ich schreibe ihm kurz, nachdem er gegangen ist, wie schön der Tag war, also ich. Ich melde mich am nächsten Tag bei ihm, also ich. Nein. Er meldet sich am nächsten Morgen bei mir und fragt nach dem nächsten Treffen. Also er. Ja, also auf jeden Fall muss er das machen und nicht du, weil... Natürlich ist es so, dass Jungs sagen, eigentlich sollen die Mädchen den ersten Schritt gehen, aber nein. Das muss so sein, dass er sich meldet bei dir und dann ist alles richtig gelaufen. Weil sonst denkst du, wenn du es als Mädchen machst, ist das Problem... Lol. Seit wann steht da drüben Wohnwagen? Ja, zurück zum Thema. Und zwar... Wollen wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Er muss sich bei dir melden, weil ich finde, wenn du dich als Mädchen meldest, kommt das so aufdringlich rüber, so als möchtest du es. Und der Junge muss dem Mädchen zeigen, dass er sie mag. So, und dann ist es schon, ja, hi, ich bin Franzi. Nee, dann geht das von alleine. So, der Reaktionstest ist nun vorbei und ihr bekommt gleich das Ergebnis. Nun mach schon. Ich würde das Ja nehmen. Eine wichtige Frage gibt es aber noch. Wird aus euch etwas? Nein, wir sind zwar Freunde und er hat mir auch gesagt, wie er fühlt sich, kann ich jetzt einfach nicht erwidern. Ja, wir kommen kurze Zeit später zusammen, als er mich bei unserem Lieblingssohn einfach küsst. Ja, wir sind seit dem zweiten Date ein paar, er hält aber nicht lange, da wir... Dann noch... Doch, ich würde sagen, das zweite, Weil wenn ich mir... Ich habe mir den Freund hier ausgesucht, weil er mir gefallen hat dann. So, und nun das Ergebnis. Danke, dass ihr hier wart und mir eure Zeit geschenkt habt. Nicht sauer sein, wenn ihr nicht euren Favorite habt. Bitte, bitte. Achso, das ging ja um YouTuber. Ja, gut. Bitte, bitte die Auflösung. Und wer ist es? Naja. Dann mal her mit. So bin ich. Auswerfen. Jetzt kommt's. Welcher YouTuber passt zu dir? Und eine Story. Zu 50% sind sie. Endlich, ich komme gerade von der Arbeit und schließe die Haustür auf, um die Treppe zu meiner Wohnung hochzugehen. Moment mal. Was mache ich? Macht meine Sporttasche vor der Tür. Mit hochgezogenen Augenbrauen gehe ich zur Tür, um zu klingeln. Ich glaube, da kommt noch nicht dazwischen. Kurze Zeit später geht die Tür auf und ich sehe meinen Freund nur in Boxershorts vor mir stehen. Daniel, könntest du mir bitte erklären, wieso meine Sportsachen hier stehen? Frage ich ihn leicht gereizt. Kate, sei doch bitte ehrlich. Das mit uns geht nicht mehr. Ich will nicht, dass du noch einmal vorbeikommst. Außer um den Rest deiner Sachen zu holen, sagt er mit eiskalter Stimme. In meinen Augen sammeln sich langsam Tränen und ich nicke nur, um zu sagen, na schön, wenn du das meinst. Ich melde mich dann noch einmal wegen meinen restlichen Sachen. Damit drehe ich mich um und gehe. Wieso? War der einzigste Gedanke von mir. Natürlich lief es bei uns nicht immer ganz rund. Aber bei wem lief es das schon? Ich werfe meine Tasche auf den Rücksitz meines Autos und steige selber ein. Durch meine Tränen kann ich eigentlich kaum etwas sehen und ich weiß auch, dass ich eigentlich nicht fahren sollte. Aber ich muss jetzt hier, soll das schon heißen, hier weg. Mit leicht überhöhtem Tempo fahre ich durch die 30er-Zone und kann gerade noch rechtzeitig bremsen, um nicht die Person zu überfahren, die gerade über den Zebrastreifen geht. Mit einem Satz springt die Person zur Seite und ich steige schnell auf. Na toll, gerade vom Freund verlassen und dem nächsten schon umgefahren. Oh mein Gott, alles okay bei dir? Ich gehe schnell zu ihm und reiche ihm meine Hand, um ihm hochzuhelfen. Ja, ich glaube schon, konnte gerade noch aus dem Weg springen, sagte er, als er meine Hand greift. Nach meiner Hand greift, sobald er sie griff. Ist das Deutsch? Ja. Lasse ich erschrocken los, wobei er wieder hinfällt. Mann, was soll das denn? Giftete er mich an. Tut mir leid, ich hatte einen Krampf. So sage ich schnell und halte ihm wieder meine Hand hin, um ihn dann ruhig hochzuhelfen. Sag mal, alles okay bei dir? Mir ist wirklich nichts passiert, du musst nicht weinen. Oh. Erschrocken sieht er mich an und ich nicke langsam. Naja, ich hätte gerade fast durch mich und die Schuld meines Ex-Freundes einen Unfall gebaut und dich so umgefahren. Aber sonst ist alles okay? Lächelte ich ein bisschen unsicher. Willst du vielleicht darüber reden? Fragt er mich unsicher. Naja, ich weiß nicht so recht. Ich kenne dich nicht. Ich war mir wirklich nicht sicher. Manchmal hilft es, mit Fremden darüber zu reden. Er lächelt immer noch. Ich nicke und er gibt mir seine Handynummer, sodass ich ihn kurz anrufe, damit er auch meine hat. Ich schreibe dir dann, sage ich, und steige in mein Auto, um zu meinen Eltern zu fahren.
Alter, wie lange ist die Geschichte dann? Kurze Geschichte. Zeitsprung zum Treffen. Der Fastunfall ist nun schon 2 Wochen her und wir treffen uns heute das erste Mal. Ich habe durch unsere Chats erfahren, dass er Izzy heißt und YouTube-Videos macht. Ich laufe gerade zu Starbucks, als ich sehe, wie er gerade um die Ecke kommt, um in die gleiche Richtung zu gehen. Ich laufe auf ihn zu und erschrecke ihn mit einem: Na, wo gehst du denn hin? Wir umarmen uns und gehen nun zusammen zu Starbucks, um uns was zu trinken zu holen. Und wie geht es dir mittlerweile so? Er schaut mich an und öffnet die Tür von Starbucks. Ehrlich gesagt geht es mir sogar richtig gut. Und wie läuft es bei dir so? Frage ich und bestelle mein Getränk genauso wie er. Naja, hab da ein nettes Mädchen getroffen, aber sonst nichts Neues. Lacht er. Wir reden doch über jenes und solches und gehen dabei am Rhein. Und dann schreibt man mit H. Ja, H-E-I-N. Bis wir gestört werden. Ah, schau mal, ein Claire. Schau mal, Claire, da ist Izzy. Schreit eine Stimme hinter uns, sodass wir uns umdrehen. Da kamen dann auch schon 2 Mädchen auf uns zu. Können wir bitte ein Autogramm haben und ein Foto? Fragte die schwarzhaarige Schüchtern. Izzy nickte und ich mache das Bild. Viel Glück euch beiden, sagte dann noch die Rothaarige. Passiert ihr das oft? Es kommt hin und wieder mal vor, aber zum Glück nicht so oft. Nach einer Zeit stehen wir vor der Haustür meiner Eltern. Also dann, danke, danke, dass du mir so einen schönen Tag gemacht hast. Ist immer schwierig, wenn die Rechtschreibung nicht so perfekt ist. Ich lächelte ihn schüchtern an und gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Danach umarmen wir uns noch und ich will eigentlich gar nicht. Hä? Warte mal. Hä? Das ist so voll kompliziert. Also, genau, wir entschuldigen und geben einen Kuss auf die Wange. Danach umarmen wir uns noch und ich will eigentlich gar nicht mehr loslassen. Bei flüsterte er mir ins Ohr und geht Zeitsprung, Liebesgeständnis. Wir lagen beide in meinem Bett und schauten zusammen Game of Thrones. Als ich gerade Rob und Talissa, wer auch immer das ist, küssen, schaut er mich genau in meine Augen und zieht mich dann zu sich ran und küsst mich auch. Mein ganzer Körper kribbelt und ich ziehe ihn auch an mich. Mir kam es vor wie eine Ewigkeit, bis wir uns wieder lösen und in die Augen schauen. Kate, ich liebe dich, flüsterte er leise und ich flüsterte zurück. Mir geht es nicht anders. Somit küssen wir uns und schon wieder und kommen auch zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Yay! Dieses Profil hat 65% der 2504 Quiz-Teilnehmer-Profile. Geile Liebesgeschichte. Okay. Wer ist das noch gewesen? Das mit der Marie. Hi, ich bin Felix. Ach, das ist... das ist okay. Das ist Dena. Und wen gibt's noch? Ich schätze mal, das ist... Tadl, oder? Ja, Tadl. Cool. Also, Link ist unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, das Video ging jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, hau rein und tschüss.